Dies ist die seltsame Geschichte einer Parkbank und ihrer Aufsassen. Sie befindet sich im Bauernbergpark, ganz versteckt und recht weit oben auf dem Hügel, umringt von einigen Bäumen. Man gelangt mittels steiler Stufen dorthin und praktischerweise befinden sich gleich in der Nähe davon eine WC-Anlage sowie die Landwirtschaftskammer. Wie dem auch sei, auf jener Parkbank sitzend schrieb ich einst, wie ich es des Öfteren mache, ein von mir sogenanntes Minutengedicht. Das heißt, ich schreibe eine Minute lang Eindrücke, Geräusche, Gefühle und alles, was mir in der Ruhe oder Unruhe durch den Sinn kommt, nieder, stecke das Papier in ein Kuvert, beschrifte dies mit der Aufschrift »An den Finder«, binde es mit einer Schnur an die Parkbank und gehe meines Weges. Dass dies ein Schlüsselmoment jener Geschichte werden sollte, konnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen. Diese, ja fast schon magische Geschichte, die sich ereignete, hatte ihren Ursprung in der Ankunft jener merkwürdigen Dame, die in der Stadt schon allein optisch Aufsehen erregte. Ja, ich mach das. Nächste Woche ist es fertig. Ja, stört mich. Ich kann zwar nicht darüber sprechen, okay? Wir reden morgen. Ciao. Hi. Guten Tag. Kommen Sie doch rein. Stört es dich, wenn wir uns duzen? Überhaupt nicht. Okay, ich bin Dia Rodriguez. Sophie Dury. Ist das dein echter Name? Ja. Okay, dann lass uns keine Zeit verschwenden und gleich anfangen, okay? Warte kurz. Ich will, dass du das hier anziehst. Bei dir geht es aber schnell. Du kannst dich da vorne im Bad umziehen und ich warte hinten auf dich. Weiter. Halten. Halten. Das Kinn ein bisschen weiter runter. Genau. Sehr schön. Jetzt dreh dich zur Seite. Genau. Stell dir vor, von vorne kommt der Wind und der zieht dich nach hinten. An den Schulterblättern zieht er dich nach hinten. Nimm hier die Hand an die Hüfte. Genau. Weiter. Lass die Arme hängen. Die Arme locker. Okay. Bleib so. Genau so halten. Sehr schön. Und jetzt nimm das Glas und nimm da dran. Gut. Und jetzt stell dir vor, du bist am Strand, du trinkst, es geht dir gut. Und hier steht ein französischer Liebhaber. Du schaust durch die Kamera durch in seine Augen. Sehr schön. Gut. Bleib so. Genau so halten. Stopp. Gut. War so spät. Ich muss weg. Oh. Jetzt schon? Sind wir schon fertig? Nein, wir machen nur Pause. Okay. Na gut. Thank you.
Servus, Peppi. Grüß dich, Pia. Ein schönes Wetter heute zum Fotografieren. Oh ja, allerdings herrlich. Bis später. Essayerie-Mascherie. On dit essay-mascherie. Mon Dieu! Pardon, mademoiselle. Okay, das reicht für heute. Willst du noch was trinken? Was machst du da? Es lag da. Und ich... Du schnüffelst zurück in anderer Leute Privatleben, hm? Warum machst du das? Was? Das geht dich nichts an. Aber das ist doch verrückt. Die sind alle gleich. Die sind alle unterschiedlich. Schau mal. Jedes Foto hat ein Detail, das sich von den anderen Fotos unterscheidet. Hier zum Beispiel dieser kleine Hund. Er sieht aus, als ob es ein Spielzeug wäre, das man da oben drauf gestellt hat. Aber eigentlich ist er nur im Hintergrund. Oder hier die Flasche. Ich frage mich, wer sie da hingestellt hat und warum. Und das Licht variiert von Tag zu Tag. Es ist immer ein völlig anderer Moment. Du fotografierst sie jeden Tag. Jeden Tag.